Neuer Shop in ganz genau 7 Sekunden. Ich bin gespannt, was heute so Neues reinkommen wird. Ich hoffe, neues Zeug. Nicht so wie gestern, 18 Uhr. Ja, Master Chief und das andere Zeug. Nein, nicht gespoilert werden. Wir wurden nicht gespoilert. Wundert euch nicht, falls meine Stimme ein bisschen sich anders anhören sollte. Ich habe über 4 Stunden lang gestreamt. Umso länger ich streame, umso broker wird meine Stimme. Aber ich bin trotzdem gleich wieder live auf Twitch. Denk mal, 2.20 Uhr. Kommt auf jeden Fall rein. Ui. Okay, das ist doch Wanda, oder? Scarlet Witch, was haben wir ansonsten noch im Shop? Oh. Wenn es mich nicht täuscht, bist du einigermaßen selten. Wenn nicht sogar ultra selten, aber dazu dann gleich mehr. Ja, ich muss sagen, für Marvel-Fans ist es bestimmt eine geile Sache. So, ihr denkt euch so, ja Mann, geil. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich fühle den Skin von vorne sehr, aber von hinten, wo man es andauernd sieht, eher weniger. Dann haben wir hier ein Cape, das können wir, glaube ich, mit allen Skins usen. Ist sogar reaktiv. Leuchtet, wenn Schaden verursacht wird. Okay. Was gibt es hier? Ui, Spitzhacke sieht krass aus. Boah, ist die laut. Spitzhacke ist cool. Ja, gefällt mir definitiv. Was haben wir hier? Immerhin nicht integriert. Das ist schon mal gut. Also integriert wäre mies. Ist zwar nichts krasses, aber immerhin. Was haben wir hier? Dr. Strange müsste das, glaube ich, sein. Ja, ist jetzt nichts ultra krasses. Alles einzeln kaufbar. 1,5 ist in Ordnung. 800, ja, kann man mitnehmen. 300, völlig okay. Ladebildschirm ist nur im Bundle. Dann haben wir hier Finsterbomber-Set wieder zurück. Ultra nices Set. Da kann ich echt nicht meckern. Perfekt. Spitzhacke auch sehr nice. Ultra nice. Gleiter. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöner Sound. 500 V-Bucks. Einpacken. Dann haben wir hier die ganzen... Ja, sind einigermaßen okay. Farben fühle ich wirklich. Die sind cool. Skins sind halt Remakes. Ne? Gibt es halt schon so. Aber trotzdem coole Farben. Backbling. Skippen wir mal. Spitzhacken. Down. Ey. Skippen wir auch. Dann haben wir hier den dritten Bereich von heute. Die ganzen Sandskins, ja, sind coole Skins. Zwei Stile mit Kapuze, mit Maske, ohne Maske, mit Kapuze und einmal komplett ohne. Dann haben wir Kapuze mit Maske. Irgendwie nervt mich dieser Sack hier. Keine Ahnung wieso, würde mich stören. Aber trotzdem cooler Skin, Kondensstreifen. Wenn da die echte Uhrzeit angezeigt werden würde, wäre es geil. Ansonsten geht so, Lackierung ganz, ganz leicht animiert hier bei den Streifen hier. Alles einzeln kaufbar, 1,2, 400, 500 und nichts mehr. Letzter Bereich von heute, ich glaube irgendwie, dass das wirklich der nächste Skin, der kommt, ultra selten ist. Haare immer noch buggy nach dem Update, GG. Skippen wir. Ich glaube, du bist selten und die sieht wirklich ultra nice aus. Bitte kann ich euch sagen, was wir heute so Seltenes im Shop haben. Es sieht aktuell schlecht aus. Aua. Es sieht aktuell schlecht aus. Ich kann euch gerade nicht... Ich kann es euch sagen. Wunderbar. Dann besprechen wir ganz kurz, was heute Seltenes im Shop ist. Also, wir haben heute... Bitte bist du selten. Ich hatte recht. Ja, ich hatte einigermaßen recht. 542 Tage. Ansonsten im oberen Bereich, was wir uns alles angeschaut haben, unspektakulär. Es gibt noch ein Emote, das heißt Skipper hier auf Englisch. Ich glaube, das ist dieses Sport-Emote, da schauen wir uns gleich an. 248 Tage, also das ist hier der seltenste Skin, knappe 600 Tage. Backbling, ja, skippen wir, oder? Ja, skippen wir. Das ist nicht selten. Skippen wir auch. Das ist auch nicht selten, aber ein ultra nices Emote. Ansonsten gibt es hier Seilspringen, das ist selten und vor allem Fortbewegung. Knappe 300 Tage nicht mehr da gewesen. Ja, ist cool. Ansonsten gibt es hier Fingerpistolen. Das ist nicht selten. Ich glaube, das war sogar mal ultra selten. Ansonsten bleibt alles hier weiterhin gleich im Shop. Es ist wirklich zu viel im Shop. Ansonsten tragt natürlich auch gerne mein CC ein. Ferus YT, Kuss geht raus und das war's dann noch hier schon mit dem kurzen Shop-Video.